Der Erbauer leite meine Hand. Wurdet ihr jemals im Namen der Kirche geweiht? Ich habe keine Erinnerungen an meine Kindheit. Daenerys lag nicht daran, seinen Sklaven etwas beizubringen, das sie sich als Wesen von Wert fühlen ließ. Das tut mir leid. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie schwer euer Leben gewesen sein muss. Nein, könnt ihr nicht. Ob es euch nun gelehrt wurde oder nicht, an der Seite des Erbauers ist Platz für alle Seelen, sogar für die eure. Kirkwall ist für unsere Freunde ein gefährlicher Ort, aber ihr habt ihnen ihr Los leichter gemacht. Einige von ihnen haben gesammelt, um euch dies geben zu können. Wisst ihr etwas über die Untergrundbewegung der Magier? Elf hier und elf da. Ich elfe gleich deine Mutter. Kommt ihr aus dem Süden? Ihr seht irgendwie so unbedarft aus. Jäger. Einen Schritt weiter! Ihr befindet euch im Besitz gestohlenen Eigentums! Tretet augenblicklich von dem Sklaven zurück und ihr werdet verschont! Ihr bekommt ihn nicht. Ist er. Bitte tötet mich nicht. Raus damit! Ich weiß es nicht. Ich schwöre, ich weiß es nicht. Hadriana hat uns hergeführt. Sie ist in den befestigten Höhlen nördlich der Stadt. Ich kann euch hinbringen. Nicht nötig. Ich weiß, wovon ihr sprecht. Dann lasst mich gehen. Ich flehe euch an. Ich schwöre, ich werde... Ihr habt euch den falschen Meister ausgesucht. Hadriana. Ich war ein Narr zu denken, ich sei frei. Sie werden mich niemals in Frieden lassen. Das kann so nicht weitergehen. In den alten Zeiten wurden in den befestigten Höhlen Sklaven eingesperrt. Aber offenbar sind sie nicht länger verlassen. Wir müssen schnell zuschlagen.
bevor Adriana Zeit hat, sich vorzubereiten oder zu fliehen. War es das schon? Ich habe noch Pfeile übrig. Ich habe mich darum gekümmert. Wir müssen vorsichtig sein. Es gab einst zahlreiche dieser Befestigungen, vor allem in den Bergen. Einzelne Sklavenhalter haben dort ihre persönlichen Pferche unterhalten. Sie wurden so gebaut, dass sie ihnen Schutz vor Überfällen anderer Sklavenhalter boten. Und das ist mit Sicherheit auch der Grund, warum sich Hadriana diesen Ort ausgesucht hat. Hadriana wird uns nicht entkommen. Hoffen wir einfach, dass das alles nicht reine Zeitverschwendung ist.